rote Seilbahn schwebt über die Winterlandschaft. Alles ist verschneit, kalt, klare Luft. Die Familie sitzt beim Frühstück, stärkt sich für den Tag. Die Kinder sind auch gut drauf. Erwarten viele Erlebnisse auf der Eisbahn, auf der Piste, bei Spiel und Spaß, bei einer großen Schneeballschlacht. Und wir sind noch auf der ITB 2015 in Berlin, weit weg von Oberwiesenthal. Antje Kirsten, herzlich willkommen. Eldus Resort, jetzt Feuer Ferienpark Oberwiesenthal. Was ändert sich außer dem Namen? Es bleibt erstmal vieles auch, wie es ist, weil das ist das, was unsere Gäste schätzen. Also weiterhin 50 cm Schnee? Ja, also gerne. Ne? Zurzeit ist es auf jeden Fall so. Also es schneit gerade in Oberwiesenthal, um mal was Aktuelles auch noch in dieser Stelle zu sagen. Und es ist tatsächlich so, der Ferienpark Oberwiesenthal hat viele Stammgäste, viele Fans. Und ich möchte alle beruhigen. Also das, was man am Ferienpark liebt und schätzt, das bleibt auch. Aber wir heißen jetzt Eldus Resort mit dem Zusatz Family und Spa. Mhm. Und unsere Gäste dürfen sich auf weiterhin die super Qualität freuen, das klasse Angebot und noch auf ein bisschen mehr, spätestens ab dem Frühjahr. Das, was wir gerade gesehen haben, wird es weiterhin geben und noch ein bisschen mehr ab dem Frühjahr. Das heißt, dann, wenn der Schnee zunächst mal weggetaut sein wird? Das dürfte er dann sein, ja. Sie sagen also bis Ostern kann man bei Ihnen Skifahren? Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, dieses Jahr, unsere Liftbetreiber haben avisiert, dass bis Ostern der Skibetrieb möglich ist. Es sieht noch fantastisch aus auf den Pisten und in den Loipen. Und ja, aber irgendwann geht der Schnee natürlich dann auch weg bei uns in Oberwiesenthal. Und im Frühjahr wird für alle unsere Gäste im Eldus Resort ein tolles Angebot dazukommen. Wir eröffnen dann unseren großen neuen Spa-Bereich, das Eldus Spa. Und auf fast 2000 Quadratmetern gibt es dort dann, ja, neben dem aktiven Part, den man im Urlaub bei uns erleben kann, natürlich auch noch den Part zu entspannen, sich dem Nichtstun hinzugeben, ne, zu relaxen, was für den Urlaubsaufenthalt ja wichtig ist. Und das nicht nur für die Eltern, sondern auch für die ganz Kleinen, für die Kinder. Was war der Grund? Hatten Sie so nach der Wintersaison so eine kleine Delle, dass Sie gesagt haben, was machen wir jetzt eigentlich, bevor es mit dem Sommer so richtig losgeht, so der Schnee taut weg, der Sommer ist noch nicht da. Hatten Sie da so ein bisschen das Gefühl, wir müssen etwas tun, sonst haben wir das ganze Jahr doch nicht diese hohe Anzahl von Gästen? Also es ist tatsächlich so, dass wir schon von der Saison her, in der Wintersaison, sehr, sehr viele Gäste haben, auch in den Ferienzeiten. Und natürlich gibt es Zeiten, die meistens nicht so spannend sind. Also klar, der November klassischerweise. Ne? Und das Projekt Spa-Bereich ist eins, was wir schon seit vielen Jahren verfolgen, also für unser Haus. Und es hat lange gedauert im Beantragen des Projektes etc., in der Zustimmung, auch im Fördermittelbereich. Und so hat es halt bis heute gedauert, dass wir tatsächlich in diesem Jahr öffnen können. Nun ist es soweit. Viel Erfolg dafür. Sie müssen ja dann offenbar jetzt wirklich auf der Zielgeraden angekommen sein, wenn es dann nach der Wintersaison losgehen wird. Ansonsten, Oberwiesenthal ist natürlich bekannt als Wintersportregion, auch für die ganze Familie. Mhm. Sie haben es gerade beschrieben, das sind eine Generation von Kindern, die da mit dem Snowboard und auf dem Ski zum ersten Mal unterwegs waren. Auf der anderen Seite, wenn dann der Sommer kommt, dann wandern, Radfahren sicherlich. Nur was bietet die Region dann außerdem noch? Was ist das Besondere bei Ihnen? Also gerade eben unsere Gäste sind vorrangig Familien mit Kindern, auch mit Kleinkindern. Die lieben natürlich im Sommer auch das frische Lüftchen, was bei uns weht. Man kann mal durchatmen, wenn man aus der Stadt, wo 25 Grad herrschen und die Luft ein bisschen eng ist, wenn man da mal rauskommt mit der Familie. Und es ist nicht nur so, dass man aktiv sein kann. Also wir haben zum Beispiel auch eine Sommerrodelbahn, ein Kindererlebnispfad. Es gibt ein Museum mit Meerestieren. Also man kann sowohl Indoor wie Outdoor vieles entdecken und einen ganz tollen Familienurlaub verbringen, auch im Sommer. Wenn Sie dann zu 25 Grad haben und dann wirklich bis nach oben steigen, wie kühl wird es dann? Ach, wir haben auch zweistellige Bereiche, die unsere Temperaturen erreichen. Man kann durchaus auch mal die kurzen Hosen anziehen, aber es ist schon immer noch ein bisschen frischer bei uns. Also es lohnt sich auch immer mal eine kleine Jacke einzupacken oder doch ein festeres Schuhwerk mitzunehmen, wenn man eben auf den Wanderwegen unterwegs ist oder eben auch Radfahren geht. Aber es ist schon auch Sommer bei uns, auf jeden Fall. Und die Natur ist grün und man kann wirklich herrlich entspannen. Sie haben schon gesagt, Sie werden sehr stark
von Familien besucht, ganz klar. Woher kommen die Gäste inzwischen? Kann mir vorstellen, also Tschechien selbst, Bayern, auch natürlich andere Bundesländer, wobei dort natürlich auch selbst große Wintersportregionen auch vorhanden sind, die auch besucht werden können. Also da haben Sie ja die starke Konkurrenz vor der Haustür. Ja, das hat man, aber es ist kurios. Also die meisten unserer Gäste stammen tatsächlich aus den neuen Bundesländern. Also Sachsen ist ein sehr starker Quellmarkt für uns, aber auch Berlin-Brandenburg. Die Berliner kommen gerne nach Oberwiesenthal zum Skifahren, aber auch im Sommer. Und natürlich auch Bayern, Baden-Württemberg ist für uns ein Quellmarkt, aber eben auch jetzt neu Tschechien. Es liegt ja quasi vor der Haustür, ne? Man muss ja immer den Radius sehen. Oberwiesenthal liegt halt nur mal an der Grenze. Aber die Gäste kommen durchaus auch aus dem Großraum Prag zu uns. Noch nicht so stark, wie es wir vielleicht wünschen, aber wir haben einen ersten Anfang gemacht und arbeiten auch sehr intensiv auf dem tschechischen Markt. Ist in den vergangenen Jahren auch gerade in Sachsen, im angrenzenden Thüringen, auch sehr stark an der Infrastruktur gearbeitet worden. Haben Sie das gemerkt, dass sich das wirklich auszahlt, wenn auch die Länder in Infrastruktur stärker investieren? Das schon. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel unser Skigebiet, weil wir ja noch aktuell in den Wintermonaten stecken. Ist es ja so, man hat das Skifahren am Fichtelberg auf der deutschen Seite, aber die Skiregion heißt auch mittlerweile Interskiregion Fichtelberg-Klinovec. Also ich habe nicht nur den Fichtelberg zum Skifahren, sondern auch den tschechischen Klinovec. Und so profitiert man auch von infrastrukturellen Entwicklungen über die Grenzen hinaus. Also es gibt neue Abfahrten. Wir haben insgesamt 30 Kilometer Piste. Welches Mittelgebirge hat es schon in Deutschland? Also sind wir schon doch stolz drauf. Und so kann der Gast auch wirklich viel erleben. Und natürlich ist uns wichtig, dass die Infrastruktur sich weiterentwickelt. Der Winterurlaub vor der Haustür sozusagen. Berlin ist ja wirklich nicht weit weg. Wie lange fährt man zu Ihnen? 3,5 Stunden. Also Wochenende ist locker drin, ne? Dann losfahren und schon auf der Piste sein. Wenn Sie noch was nachzuholen haben aus dem Winter, dann auf nach Oberwiesenthal. Ihnen viel Spaß noch auf der ETB. Schönen Dank. Danke.